Willkommen, meine lieben Mystery-Freunde. Fische, die in Massen vom Himmel fallen, werden schon seit Jahrhunderten beobachtet. Eine plausible Erklärung für diese Naturerscheinung gibt es bis zum heutigen Tage nicht. Denn am 16. Februar 1861 wurde Singapur von einem heftigen Erdbeben erschüttert. Im folgenden sinnflutartigen Regenfällen, die volle 6 Tage dauerte und erst am Montag des 22. Februar ein Ende fand, nach diesem Unwetter waren auf der Insel merkwürdige Erscheinungen zu beobachten. Franco de Castellino, ein französischer Naturwissenschaftler, der sich gerade in Singapur aufhielt, legte der Akademie der Wissenschaft in Paris einige Monate später folgenden Bericht vor. Um 10 Uhr morgens kam wieder die Sonne heraus. Von meinem Fenster aus sah ich, wie eine Menge Malaien und Chinesen ihre Körbe mit Fischen füllten, von denen es in Pfützen auf der Straße nur so wimmelten. Als wir fragten, woher die Fische dann kämen, behaupteten sie, dass sie vom Himmel gefallen seien. 3 Tage später, als die Straßen wieder trocken waren, lagen überall tote Fische herum. Dr. H. Baikow, ein amerikanischer Meeresbiologe, erlebte fast ein Jahrhundert später Ähnliches. Am 23. Oktober 1947 saß er mit seiner Frau in einem Café in Louisiana. Beim Frühstück, kurz nach einem heftigen Regenschauer, sah er in der Straße Fische herumliegen. In den Pfützen wimmelte es von Sonnenfischen, glotzäugigen Erlitzen und schwarzen Barschen, die mindestens 23 cm lang waren. Unzählige Fische waren auf die umliegenden Dächer niedergefallen. Sie waren zwar nicht ganz frisch, aber noch genießbar. Berichte über Fische, die nach schweren Regenfällen auf den Erdboden gefunden wurden, auch in Gegenden, wo es nie Fische gegeben hatte, gibt es mehr als genug, meine lieben Freunde. In Mountain Ash bei Wales war, wie Robert Sherwood in The Times vom Herbst 1979 berichtete, am 9. Februar 1859 ein Fischregen niedergegangen. Ein Ereignis, das mehrere Personen gesehen hatten. John Lewis, einer der Augenzeuge, arbeitete auf einem Holzplatz, als er gegen 11 Uhr vormittags von etwas Kalten und Glitschigen im Nacken getroffen wurde. Es schien vom Himmel gefallen zu sein. Ich griff mir in den Nacken und war ganz erstaunt, als ich kleine Fische in der Hand hielt. Ich nahm meinen Hut ab und auch die Krempe war voll Fischen. Auf dem Boden, auf dem Dach, des Schuppens und in der Holzdruschen, überall lagen Fische. Mein Kumpel und ich sammelten sie eimerweise ein. Mir wurde mit einmal klar, dass sie während der vorgegangenen Regenschauer zu Boden gefallen waren. Ein ähnliches Erlebnis hatte 85 Jahre später Ron Spencer. Ron Spencer erleistete seinen Militärdienst bei der königlichen britischen Luftwaffe in Kamila, Indien, nahe der Grenze zu Burma. Wie er es im April 1975 berichtete, hatte er sich gerne im Monsunregen gewaschen. Als er eines Tages draußen duschte, gingen merkwürdige Dinge vor sich. Ich wurde plötzlich von irgendetwas getroffen. Sogleich schaute ich mich um und entdeckte unzählige zappelnde Wesen auf dem Boden liegen und tausende andere, die von den Dächern in die Reisfelder geschwemmt wurden. Als ich genauer hinsah, konnte ich feststellen, dass es sardinengroße Fische waren. Kurz nach dem Regen aber waren schon keine mehr übrig, weil die Aasgeier sie gierig verschlungen hatten. Ein interessantes Phänomen. Findet ihr nicht auch? Aber die Frage stellt sich, was verursacht dieses Phänomen? Vielleicht ist dieses Phänomen ein natürliches Phänomen und lässt sich leicht erklären. Wir wissen ja, Stürme, Wirbelstürme in dieser Art können sehr viel anrichten und können durchaus dies kilometerweit vom ursprünglichen Ort niedergehen lassen. Aber was ist mit diesen Orten, in denen es meilenweit keine Seen oder Ozeanen gibt und dort regnet es urplötzlich Fische vom Himmel? Ich finde, das ist schon sehr merkwürdig. Kann es wirklich sein, dass ein Sturm tausende Kilometer Fische über den Horizont schweben lassen können? Ich weiß nicht. Das ist schon sehr merkwürdig. Aber was denkt ihr? Schreibt dies doch gerne einmal in die Kommentare. Für mich ist es vielleicht ein bisschen ein Mysterium, obwohl ich der Gewissheit bin, dass es durchaus ein Naturphänomen ist. Und auch ein Naturphänomen ist ein Phänomen, meine lieben Freunde. Denn über Fischregen gibt es bis heute keine vollständige Auflistung aller bekannten Fälle. Die Wissenschaft verfügt aber über Daten, dass Schauertätigkeit von Fröschen und Kröten sogar noch häufiger auftritt als Fischregen.
Dr. A.W. Gruger vom amerikanischen Naturhistorischen Museum, das sich 40 Jahre lang speziell mit dem Phänomen des Fischlings beschäftigte, fand heraus, dass in 2053 Jahren nur 78 Fälle aufgezeichnet wurden. 17 in den USA, 13 in Indien, 11 in Deutschland, 9 in Schottland, 7 in Australien und je 5 in England und Kanada. Gilbert Whiteley hingegen, der die Aufzeichnungen des Australischen Museums auswertete, listete für Asien und Australien allein im Zeitraum von 1879 bis 1971 bereits 50 bekannte Fälle von Fischregen auf. Insbesondere in diesem Zeitraum fand dieses Phänomen am häufigsten statt. Es gibt genug Berichte auch in der frühzeitlichen Geschichte der Menschheit, wie auch bei den alten Griechen, wo selbst auch Fische vom Himmel gefallen sind und es dort auch durchaus dokumentiert worden ist. Also, das Phänomen besteht nicht seit kurzer Zeit, sondern schon länger. Obwohl die Wissenschaft noch keine schlüssige Erklärung für dieses Phänomen gefunden hat, nach dem aktuellen Stand jedoch der Forschung gelten Tornados, Wasserhosen und Wirbelwinde als Ursache für ihre Entstehung. Man glaubt, dass durch die rotierende Kraft dieser Winde fischhaltige Wassermassen in den Himmel hochgezogen und anschließend landeinwärts getragen werden. Könnte das vielleicht die Ursache sein? Eine andere Erklärung lenkt der Vermutung nahe, dass Fischregen nichts anderes sei als eine Fischwanderung, auch fischfressende Vögel, die ihre Nahrung während des Fluges über Land wieder ausspuckten, werden für dieses Phänomen verantwortlich gemacht. Natürlich gibt es da viele, viele Erklärungen, was die Ursache dieses Phänomen verursachen könnte. Es geht hin bis zu den biblischen Ausmaßen, bis zu einer apokalyptischen Vorhersage. Fische fallen vom Himmel, Kröten fallen vom Himmel, das kennen wir ja schon zugute. Und daher wissen wir auch, dass dieses Phänomen grundsätzlich auch schon früher stattgefunden hat. Wenn schon Hurricanes in der Lage sind, ganze Häuser in die Luft zu bewegen, bei einer über einer Stärke von 6, dann kann so ein Phänomen durchaus auch schon mal relevant sein. Was meint ihr? Ich bin natürlich immer noch davon überzeugt, dass das Ganze natürlichen Ursprungs ist und eigentlich nichts mit einem Phänomen zu tun hat. Aber vielleicht seid ihr ja da ganz andere Meinung, wer weiß. Es gibt natürlich Naturphänomene, die uns grundsätzlich Angst machen, wie zum Beispiel, wenn sich das Wasser rot verfärbt. Heuschreckenplagen, die einem alles wegfressen, was ihnen entgegenkommt. Es gibt auch andere Situationen, dass Vögel tot vom Himmel fallen. All das hört sich an wie aus einer Apokalypse oder einer Offenbarung des Johannes. Hat es vielleicht grundsätzliche Zusammenhänge? Vielleicht ist auch die Ursache der dramatischen Klimaveränderungen, die wir durchmachen. Aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, eine Klimaveränderung gibt es nicht. Es ist alles so, wie es ist. Wirklich so? Ich kann euch nur definitiv zu Herzen legen, dass sich definitiv einiges mit dem Klima verändert hat in den kommenden Jahren. Und das ist nicht abzustreiten. Vielleicht wachsen wir in eine neue Gesellschaft, einer neuen Naturära ein und all das, was einmal schon war, wird wiederkommen. Vielleicht beschleunigen wir das Ganze auch. Und deswegen treten solche Phänomene immer wieder häufig in Erscheinungen. Naturphänomene wie diese, dass Fische vom Himmel fallen, gab es natürlich auch schon in der früheren Zeit, wie eben auch schon in diesem Bericht angedeutet worden ist. Und zum Schluss, meine lieben Mystery-Freunde da draußen, besucht auch unsere Kanäle, einmal, sag ich mal, den Quipus Paranormal Scanner oder auch den Mythenmetzger und natürlich unsere Homepage, die mysterybanden.de Seite. Und wer sich da noch nicht registriert hat, der kann das gerne machen, denn ihr habt auch jetzt eine Chatfunktion da und könnt euch gegenseitig mit Ideen oder Informationen austauschen oder gänzlich auch unser Forum besuchen. Ja, das war's dann auch, meine lieben Mystery-Freunde, und wir hören uns, sofern ihr wieder möchtet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.